Herzlich willkommen, Leute. Jetzt kommt nicht herzlich. Herzlich willkommen zur Outlast 2 Demo. Sie ist jetzt offiziell draußen. Es wurde mir zwar schon 12 Milliarden mal vorgeschlagen, bevor sie überhaupt draußen war, aber jetzt ist sie endlich da. Das heißt, jeder kann sie spielen. Ihr könnt sie auch spielen. Ich habe sie zwar schon auf der Gamescom anprobiert, aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier genau das gleiche ist, was man auf der Gamescom gesehen hat. Aber egal. Auf jeden Fall ist sie jetzt offiziell auf Steam erhältlich. Ich glaube, auf der Xbox und auf der PlayStation 4 auch. Und ja, ich werde dieses Spiel natürlich spielen, wenn es rauskommt. Aber wir schauen uns jetzt erstmal die Demo an, um einfach mal zu schauen, ob sie genau das gleiche ist, wie auf der Gamescom und den anderen Demos, die man gesehen hat. Okay, wir sind Blake Langerman, ein Kameramann, der mit unserer Frau Lynn arbeitet. Wir sind zwei Journalisten, die versuchen, krasse Stories rauszufinden, also genau wie im ersten Teil. Okay. Oh, und wir versuchen, einen Mord rauszufinden, und zwar den Mord von der schwangeren Frau Jane Doe. Wir sind in die Wüste in Arizona gekommen, in einen dunklen Ort, wo noch nie jemand gewesen ist, und wir wissen nicht, was uns hier erwarten wird. Das ist interessant, also es scheint wirklich genau das gleiche zu sein, wie wir schon gesehen haben in diesen Teasern. Okay. Kennen wir schon. Das hier kennen wir natürlich schon. Der super geil gemachte Teaser für. Ich fand, der allererste Trailer, wo dieses Kreuz gezeigt wurde, hat mich einfach mega gehypt. Das war super gut gemacht, finde ich. Okay. Outlast 2. Probieren wir es mal aus, ne? Ich werde wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit lassen hier, weil wir jetzt endlich mal schön viel Zeit haben, weil wir das Spiel nämlich jetzt selbst haben und ich nur an irgendeinem Stand spielen kann auf der Gamescom, während andere Leute auch das Spiel spielen wollen. Was doof war. Ich will es mir jetzt hier. Ich will es richtig reinziehen. Ich will es aufsaugen. Ich will es leben. Starten wir jetzt wieder an dem Berg. Ja. Okay, gut, das ist genau das gleiche, wie wir schon mal gesehen haben. Aber ich kann es jetzt trotzdem mal für YouTube spielen. Ich habe es zwar schon auf der Gamescom gespielt, was man in dem Gamescom-Vlog sieht, den ich euch hier oben mal verlinkt habe, den Stan bei sich hochgeladen. Da seht ihr, was alles passiert ist auf der Gamescom, falls ihr euch das ansehen wollt. Aber wir werden jetzt mal das Spiel jetzt mal komplett spielen. Mal schauen. Ja, ja, ich weiß, ohne Brille siehst du gar nichts. Komm, komm, ja. Ja, die ist natürlich nicht kaputt gegangen. Das ist eine sehr gute Brille. Okay. Sieht sehr nett aus, muss ich sagen. Und wir haben unsere Kamera dabei. Ist die Steuerung immer noch mit... Okay, steh auf, Kumpel. Mit rechter Maus hast du wieder die Kamera in die Hand. Nee, steh auf, Kumpel. Aufstehen. Stehen bleiben. Kann ich nicht stehen bleiben? Okay, ich muss ganz langsam kriechen anscheinend. Ja. Rechte Maustaste. F. Okay, es ist exakt genau das gleiche wie im ersten Teil, was ich sehr angenehm finde. Moment mal, ich muss ausprobieren. Kann ich auch... Okay, ich könnte es auf dem Controller spielen. Finde ich cool. Aber mache ich nicht. Ich spiele Outlast immer lieber mit der Maus. Das ist angenehmer zum Rumdrehen. Zum panischen Rumrennen. Dann erkennt ihr auch immer, wenn ich mich erschrecke. Weil ich dann mache. Das geht im Controller nämlich nicht so gut. Okay, hopp. Ich kann das Licht eigentlich ausmachen. Ich brauche das nicht. Wofür brauche ich hier Licht? Es ist ziemlich hell. Knock, knock. Warum auch immer ich mit der Kamera direkt davor halte, wenn ich gegenklopfe. Aber egal. Gehören wir dazu. Wir sind verletzt und verloren. Was ist das hier? Kakteen, sehr schön. Okay, ich schaue mich einfach mal ein bisschen mehr um. Weil wir unendlich viel Zeit haben, was schön ist. Das freut mich sehr. Ich liebe das. Das ist toll. Kann ich da reingucken? Nein. Offensichtlich nicht. Okay, vielleicht finde ich ja irgendwelche Geheimnisse, die andere Leute in dem noch nicht gesehen haben. Weil ich jetzt endlich mal mehr Zeit habe. Vielleicht mal hier hingucken. Ich glaube, ich sollte hier nicht hingehen. Ich glaube, es ist nicht smart, hier hinzugehen. Ist da oben irgendwas? Nein, oder? Ich glaube kaum, dass hier irgendwas ist. Kann ich dagegen laufen, mich verletzen? Nein, ich kann durchlaufen. Ich kann hier drüber laufen. An der Stelle, wo ich... Habe ich gerade das Spiel kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe gerade das Spiel kaputt gemacht. Ich bin nämlich in der Höhle, mitten im Nichts. Ich bin so smart. Ich bin so unglaublich smart. Was habe ich getan? Wo bin ich? Seht ihr das? Was ist das? Wo bin ich? Ich habe das Spiel komplett zerstört. Oder, oh, ich bin wieder draußen? Das habe ich toll gemacht. Das habe ich echt toll gemacht. Good job, Corrupted. Das Spiel zerstört. Ich hänge fest. Im Berg. Wow. Okay, die Entwickler haben... Wow. Die Entwickler haben nicht damit gerechnet, dass auch nur eine Person versuchen wird, den Berg da hochzulaufen. Aber gut. Das ist jetzt halt passiert. Ich versuche irgendwie wieder rauszukommen. Und dann alles zu ignorieren, was passiert. Oh, ich bin wieder draußen. Auf der falschen Seite, glaube ich. Oder bin ich hier richtig? Es tut mir leid, Leute.
Ich erkunde nichts mehr. Ich lasse es. Scheiß drauf. Dann will ich einmal was erkunden, schon das ganze Spiel kaputt. Ich bin auf der falschen Seite von den Gebäuden, oder? Ich glaube, nee, ich bin richtig. Kann ich hier durch? Ich bin vollkommen falsch hier. Wie hab ich das denn jetzt hinbekommen? Ich bin vollkommen falsch. Bis gleich. So. Ich bin rausgekommen. Merkt euch, geht auf keinen Fall an dem beschissenen Kaktus hier vorbei, sonst kommt ihr einfach mitten im Nichts raus. Ist keine gute Idee. So, jetzt bin ich, glaube ich, richtig. Jetzt bin ich, glaube ich, richtig. Verdammt, ich bin so ein Vollidiot. Gut, hier ist der richtige Weg, wo ich hätte langlaufen sollen, was ich nicht getan habe, weil ich ein Idiot bin. Kann ich hier reingucken? Ich habe jetzt ein bisschen Angst, mich umzuschauen, weil ich das Gefühl habe, ich mache das Spiel jetzt mal kaputt, wenn ich irgendwo hingehe, wo ich nicht sein sollte. Klopf, klopf. Klopf, klopf, zurück. Ich weiß. Problem ist halt, ich kenne das komplette Spiel auswendig, deswegen werde ich mich hier leider nicht erschrecken. Na, wie geht's dir, Kumpel? Hi. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich vielleicht sogar wirklich umdreht, wenn ich... Achso, du machst mit der Hand die Fliegen weg. Das war nice. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich umdreht, wenn ich ihn zu nah angucke. Ich weiß nicht, ob es passiert. Ich habe es nie ausprobiert. Deswegen lasse ich das lieber. Fuck that. Okay, hier ist anscheinend nichts mehr drin. Gehen wir mal weiter. Ich habe mich ernsthaft... Okay. Es ist nicht passiert, was gerade passiert ist. Ich wollte es erwähnt haben. Oh, hier kann ich rein. Was ist das für ein Raum? Das ist einfach nur leer. Das ist ein schöner Raum. Das ist ein sehr schöner Raum. Ich dachte, hier wäre jemand aus irgendeinem Grund. Okay, sehr schöner Raum. In dem wäre ich gerne mein ganzes Leben lang eingefangen oder so. Ich mache eine Batterie nachladen. Ich finde, was übrigens... Hi, Typ. Was ich übrigens sehr schadenautos finde, ist, das Spiel sieht einfach super geil aus, wenn man das Licht ausschaltet. Es sieht viel geiler aus. Und guck mal, schaut euch mal den Lichteffekt an. Die sehen echt gut aus. Und man merkt das gar nicht, wenn man die scheiß Nachtsicht anmacht. Sieht einfach nichts mehr so wirklich schön aus. Nein, Jesus war es, glaube ich, nicht. Ich weiß. Unsere Frau, Lynn, die ist hier irgendwo bestimmt in Gefahr. Okay. Hallo, Kumpel. Tschüss, Kumpel. Okay, was? Warum haben die arme Kuh? Was hat die getan? Ich weiß genau. Genau, ganz viele Fliegen. Richtig schlimm. Fliegen sind ganz, ganz schlimme Sachen. Überall fliegen die rum und nerven dich. Ganz schlimm. Okay. Kann ich... Ist was drin? Ich guck hier mal rein. No. No one. Okay. Ich glaube, hier bin ich noch nicht in Gefahr, soweit ich weiß. Deswegen kann ich mich hier ein bisschen ruhiger umschauen. Auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt provozieren will. Und mir jetzt mega lange Zeit lassen will, bis jetzt irgendjemand kommt und mich einfach umbringt. Das finde ich doof. Das wäre sehr doof. Unglücklich wäre das. Okay, welche Tür geht gerade die ganze Zeit auf? Hier drin? Keine Ahnung, ist irgendwas hinter mir? Nein, scheint nicht so. Übrigens finde ich die Umgebung von der Atmosphäre wesentlich geiler als das Krankenhaus im ersten Teil, muss ich sagen. To open Windows, press one. Press links. Kannte ich schon, tut mir leid, war nicht so gruselig. War nicht so gruselig. Vielleicht habt ihr euch ja erschrocken. Ihr hättet es verdient. Ob das extra so gemacht ist, dass man denkt, dass da eine Person steht, wenn man ganz kurz hinguckt? Bestimmt. Bestimmt. Warum kann er die Tür nicht einfach mal langsam öffnen? Okay, ich hätte ja vorher sagen können, dass die nicht aufgeht. Aber hey, einfach mal alles ausprobieren, ne? Immer schön selbst dazu lernen. Hier ist irgendwo ein Typ. Da ist irgendwo ein Typ. Ich höre den doch. Ich muss gedrückt halten, okay. Zack, 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 zack. Okay, wir sind da voll gegengeknallt eigentlich. Hopp. Irgendwas hinter uns. Sehr schön. Hier ist ein Zettel. Hätte ich die angucken können? Ich glaube nicht. Fuck, wenn doch, habe ich die jetzt halt verpasst. Wie doof. Okay. Ich glaube, wir kommen langsam in eine sehr gefährliche Umgebung, was mir nicht sonderlich gefallen wird. Weil ich nicht sterben will. Ich bin übrigens lustigerweise in der Demo auf der Gamescom sehr oft verreckt. In dem beschissenen Kornfeld. Sehr oft. Das war Satanas Inimical.de. Teufel, Inimical, keine Ahnung. Gott, Götter. Weiß nicht. Oder des Gottes. Irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Satan, irgendwie Mikas, irgendwas des Gottes oder... Ich weiß auch nicht. Latein ist lange her, als ich das hatte. Sehr lange her. Das ist ein... Warum bist du hier? Was hast du hier verloren? Warum hast du nur ein Auge? Warum hast du nur ein Auge? Konnte ich nicht zwei Augen geben? Was ein Bullshit. Teufels-Jesus. Teufelskrippen-Jesus. Als... Was ist denn das, Alter? Das war schön. Was steht hier drauf? Da steht irgendwas drauf. Ach, Satanas Inimikas.de. Okay, da steht überall drauf. Kann ja irgendjemand meine Kommentare besetzen? Es gibt bestimmt ein paar Leute, die genau wissen, was das bedeutet. Ah, hier sind die toten Babys. Geil. Geil. Kann ich voll drüber laufen? Ich matsch einfach voll über die toten Babys drüber. Ist mir völlig egal. Ich springe einfach voll drüber. Finde ich übrigens, das klingt jetzt doof,
aber ich find's geil, wenn Spiele sich trauen, in ihren Spielen Kinder zu töten oder tote Kinder zu zeigen. Finde ich verdammt gut, weil es einfach so ein Zeichen ist, ey, ich gebe keinen Fuck, ob sich irgendjemand beschwert, dass die es so heftig finden. Ich mache einfach das, was ich machen wollte. Und jetzt sterben wir. 3, 2, 1, RIP. Das war nicht zu erwarten. Finde ich übrigens, ich muss ganz ehrlich sagen, die Übergänge sind unglaublich geil gemacht in der Demo. Bäh. Oh, das ist schrecklich hier durchzunavigieren. Das geht sogar diesmal. Finde ich ziemlich geil gemacht, wie die Übergänge in der Demo gemacht sind. Und zwar wirst du halt irgendwo zum Beispiel weggezerrt und kommst dann in einem komplett anderen Gebiet wieder raus. Was halt storymäßig überhaupt keinen Sinn ergibt und auch im Hauptspiel niemals, auch nur annähernd so sein wird. Die haben es einfach in der Demo nur so gemacht, damit man halt die verschiedenen Gebiete des Spiels sieht und die auch so halbwegs coole Übergänge dazwischen gemacht haben, damit man nicht einfach nur Ladebildschirm hat und dann im nächsten Gebiet startet, haben wir diese Zwischensequenzen gemacht. Ich wette... Au, das war fucking laut. Das war fucking laut. Okay. Damit wir halt einfach... Ich wette, diese Szene mit dem Brunnen eben gerade kommt auf keinen Fall im richtigen Spiel vor, sag ich euch. So. Die wird niemals im richtigen Spiel vorkommen, weil die einfach storymäßig keinen Sinn ergeben würde, dass wir jetzt in der Schule sind. Aber scheiß drauf. Haben sie halt so viel Demo gemacht, weil es sehr cool ist. Und viele, die jetzt ein bisschen Angst mit Jumpscare haben, ich kann euch ja schon mal vorwarnen, hier kommt der wahrscheinlich bekannteste Jumpscare der Demo gleich, der ziemlich geil ist, aber der mich irgendwie aus irgendeinem Grund nie wirklich erwischt hat, leider. Kann ich es mitnehmen? Ja, kann ich. This was Jessica's. Achso, play music. Alles klar. Achso, ich muss gedrückt halten. Hey, Lynn, I'm bored. Oh! Sub Jess. Okay, das werde ich mit dem richtigen Spiel mal durchlesen. Ignoriere es jetzt einfach mal. Scheiß drauf, was da steht. Da war gerade ein Schatten. Der war gruselig. Ein sehr gruseliger Schatten. Nochmal ein Schatten. Sehr gruselig. Sehr, sehr, sehr gruselig. Ich hasse Schatten. Ich hasse Schatten sehr über alles. So. Ich kann gleich nochmal vorwarnen. Ich will mal halbwegs fair sein, weil ich denke mal, die meisten von euch haben die Demo ja schon gesehen. Oder den Teaser bei mir gesehen. Es wird gleich ein sehr böser Jumpscare kommen. Und zwar, wenn wir von einer dieser Türen uns umdrehen werden. Ich weiß nicht mehr genau, wann es passiert. Ich glaube aber beim übernächsten Mal circa. Das ist sehr böse, das kann ich euch sagen. Ihr werdet euch trotzdem erschrecken. Ah, fucking Schatten, fuck you. Okay. Typischer Effekt, von einer Tür zur anderen laufen, bis irgendwas passiert. Ich sage, jetzt, weil es jetzt sehr leise ist. Ja. Der. Okay. Ich kenne ja gefühlt sowieso auch schon fast alle Leute, die jemals die Demo gesehen haben. Der wird jetzt rummeckern, warum spoilst du den Jumpscare? Ey, komm. Die Demo ist seit 3 Monaten oder so draußen und falls ihr meine erste Reaction zu der Demo sehen wollt, habe ich euch hier oben das mal verlinkt. Da habe ich die Reaction zu dem originalen... Hey, das ist eigentlich ein cooler Übergang. Das ist schon cool gemacht, oder? Das ist schon cool gemacht. Das wird im Hauptspiel auch auf keinen Fall so sein. Wait, what? Achso, ich wollte gerade sagen, das war in der normalen Demo nämlich gar nicht drin. Ich kann auch gar nicht raus. Ich habe euch die Reaction zum normalen Trailer oben mal verlinkt. Dann zu dem Gamescom-Video und zu den beiden Gameplay-Trailern, Teasern, was auch immer, wie man sie nennen soll. Hallo, da hinten, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich renn mal zu dir. Oh, hi. Was geht ab? Tschüss, Hentai. Ey, es ist schon fucking cool gemacht. Das ist schon fucking cool gemacht, muss ich sagen. Okay, let's go. Hi. What up? Aua, mein Gesicht. So, und noch ein geiler Übergang zum nächsten Gebiet. Und das ist das Gebiet, wo ich gefühlt 15.000 Mal verreckt bin. Weil wir jetzt erstmal wirklich wegrennen müssen vor Gegnern. Und es ist ein sehr komisches Gebiet, wo man sich sehr schnell verlaufen kann. Hat er keinen Kopf? Der hat einen Kopf. Oh, fuck my life. Okay, da ist ein Typ. Wir rennen hier durch. Wir müssen mal relativ dem Weg folgen. Wenn wir das nicht machen, verlaufen wir uns. Ich weiß nicht, woher ich das weiß. Ich will es ja nur mal erwähnen. Es kann ja sein, dass man sich hier verlaufen würde. Ich weiß das ja nicht. Kann ich mich hier aufstellen? Nein. Bin ich hier safe? Ich scheine echt safe zu sein. Ich bin smart. Hi, Kumpel. Scheiß Inzest-Hinterwäldler. Geh weg. Geh weg. Okay, da. Hier ist noch mal einer. Ich höre noch mehr Schritte von irgendwo. Da, oder? Hi, Kumpel. No, no, no! Fuck you! Fuck you! Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Nicht schlagen, bitte. Wuhu. Okay, wo muss ich langlaufen? Hier. Da lang. Das ist der Weg. Ich laufe an dir vorbei. Du findest mich nicht. Du hast keine Ahnung, wo ich bin.
Keine Ahnung hast du. Ich laufe an dir vorbei, du weißt nicht, wo ich bin. Tschüss. Wo bin ich? Fuck. Geht's hier? Hier geht's. Da geht's rüber. Okay, lauf hier drüber. Lauf hier drüber. Spring einfach. Du bist langsam. Ah. Warum bin ich so langsam? Sprint doch einfach mal länger und schneller. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Aua. Hör auf mich zu schlagen. Aua. Hör auf mich zu. Aua. Hör auf mich zu. Schlagen. Endlich. Bitte. Kann ich hier drüber? Nein. Ich hab... Mann. Ich hasse dieses Gebiet. Man verläuft sich hier so lasch da. Woher soll man wissen, wo man da langlaufen soll? Ich meine, jede von diesen kleinen Gebäuden, Komplex-Dingern, könnte theoretisch ein Weg weiter sein. Das Dumme ist, ich habe das sogar schon in der Demo gespielt und ich habe mich jetzt trotzdem nur verlaufen, weil ich retarded bin. Wait, ach hier, anscheinend. Da? Okay, hier, ich glaube, ich bin einfach gerade links gelaufen, wo ich hätte rechts laufen sollen. Ich bin dumm. Ich bin absolut dumm. Und hier habe ich leider auch nicht so viel Zeit, um mich umzuschauen, was ein bisschen doof ist. Aber wir sind noch gleich, soweit ich weiß, am... Aua, die sind hingefallen. Schon wieder, Déjà-vu. Zieh die Brille da auf. Aua. 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 RIP. Rest in fucking peace. Das war die Demo von Outlast 2. Puh. Ich bin sehr gehypt auf das Spiel. Ich bin sogar mehr gehypt auf Outlast 2 als auf Sister Location. Und zwar beides mehr. Aber Outlast 2 wird leider, soweit ich weiß, erst im nächsten Jahr rauskommen, weil die Entwickler geschrieben haben und sich noch ein bisschen Zeit lassen wollen und nicht so ganz happy sind mit den Sachen, wie sie bis jetzt sind. Falls ihr auch gehypt seid auf Outlast 2, schreibt mal in die Kommentare, dass ihr gehypt seid und lasst einen Daumen nach oben da. Ich werde mich sowas von freuen, dass dieses Scheißspiel irgendwann endlich mal rauskommt. Es wird so gut. Es wird so gut. Es wird sehr, 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 sehr gut. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Eure Club. Bye. Tschüss. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.